Stani hat vergessen, ein Intro zu machen, deswegen mache ich das jetzt für ihn. Was ein Loser. In der heutigen Folge müssen Stani und Russik Autos verstecken. Aber nicht irgendwelche gewöhnlichen Autos, sondern random Vehicles. Danach müssen sie die Autos suchen und am Ende gibt es 3 Challenges. Wer wird die Autos finden und wer wird die Challenge gewinnen? Bleibt dran bis zum Ende und lasst auch ein Like und ein Abo da und los geht's. Ey Leute, ihr habt dies doch nicht mitbekommen, ihr wisst ja gar nicht, was abgeht. World of Tanks Blitz. Gibt's jetzt auf Handy, auf allen möglichen Cross-Plattformen. Überall ist es jetzt verfügbar. Und jetzt muss ich euch mal das Beste zeigen. Und zwar natürlich ist es hier auch auf meinem Lamborghini verfügbar, wo ich jetzt den ganzen Tag World of Tanks spielen kann. Übelst geil. Also, erster Link in der Beschreibung und ihr downloadet euch jetzt erstmal World of Tanks Blitz. Weil man kann es ja auch überall spielen. Über 180 Millionen Downloads weltweit. 11 Spielmodis, 30 Pluskarten und 450 legendäre Panzer und ihr spielt es noch nicht. Und es ist auch sogar gerade das Jubiläum, das 10-jährige. World of Tanks Blitz feiert nämlich Geburtstag und es gibt richtig krasse Aktivitäten über den ganzen Sommer. Im Juni könnt ihr jetzt noch einen schnell coolen Festival-Container gewinnen. Im Juli ist das Weltraumthema, da wird es eine richtig geisteskranke Science-Fiction-Kooperation geben mit einem sehr bekannten Film. Und im August wird der Mad Games-Modus wieder zurück in World of Tanks Blitz kommen. Also euch erwartet extrem viel. Wie gesagt, erster Link oder Beschreibung. Gebt doch diesen Code hier ein. Damit bekommt ihr noch dicken Extra-Loot, 3 Premium-Tage, Gold und einiges mehr, was ich euch aber jetzt nicht verraten werde. Also Abfahrt. Was geht, Junge? Russa, ich werde dich besiegen, weil du weißt, ich bin der Hide-and-Seek-Meister. Ja, das weiß ich nicht so, Bro. Aber das Wichtige heute ist, wir befinden uns im Hafengebiet. Heute alles hier erlaubt, rund um den Hafen bis zu der Ausfahrt. Also drumherum also einmal alles. Hier um den Hafen bis zur Ausfahrt. Bis okay. Zur Straße. Auf der Straße kannst du es selbst auch noch verstecken, aber ja, yeah. Alles war so hier im Hafen ist. Aber heute okay, wird es eine Special-Folge geben, Bro. Und zwar, jeder spawnt von uns 4 Autos und ich suche deine random 4 Autos und du meine. Das Bro, heißt, wenn aber ich warte jetzt mal. Wenn ich hier LKW spawne, dann hab ich Miso. Nee, da hast du doch Plus, Bro. Findest du doch voll easy. Ja, ich finde ihn zwar easy, aber später gibt's ja noch die Challenges, Bro. Ach, aber gut, okay. LKW ist ja gar nicht so schlecht, manche Challenges. Ja, vielleicht im Sumo-Battle. Also das bedeutet, du darfst als erstes 4 Autos spawnen und die werden deine Hide-and-Seek-Sachen sein. Ich muss hoffen, dass du was Geiles spawnst, Bro. Okay. Das ist so ein OP-Fahrzeug. 1... Oh. Okay, pass auf, dass du nicht löscht. Normales GTA-Auto, okay. Mö. Es ist aber okay. Okay. Der wäre krass für Sumo-Battle. Ja, ist nicht schlecht. Ja, okay, nächstes. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab wirklich die kompletten Müllautos gespawnt. Bro. Also, Junge, Russag, also die Autos für die Challenges, du tust mir jetzt schon leid, sag ich dir ganz ehrlich. Bro, egal, mal gucken, was du bekommst. Und zwar, das ist dein erstes Auto. Wow, was ist das denn für eine Granate? Geht, ist okay. Nur das. Okay, zählt nicht. Guck mal. Ja, gut. Soll ich dir sagen, warum das Auto OP ist? Warum? Weil du wirst es niemals finden. Nee, ich werde es niemals finden. Du wirst es niemals finden. Nein! Okay. Das ist ein Königsegg, oder? Ja, ist sogar ein richtiges Auto. Okay. Oh. Das ist ein GTA-Auto. LKW! Nee, ist richtig. Oh, Leute, ist auch. LKW, Bro! Ey, es wird immer schlimmer. Okay. Ich würde sagen. Ja. Hallo, ein Auto, du musst. Nee, das waren ja schon alle. Nee, 4 Stück, Bro. Damit das vielleicht ein bisschen leichter ist. Obwohl, sollen wir die umfärben oder sollen wir die sogar so lassen? Ja, ich würde sagen, wir färben die auf jeden Fall in unsere Farben. Also ich gelb, okay. Du rot. Dann färben wir sie schnell um, Leute. So. So. Ich habe jetzt doch blau gemacht, weil die alle hier nicht anders, die kann man nicht anders färben. Habe ich alles blau gemacht. Ist egal, wir können das gut unterscheiden. Du bist blau, ich bin rot. Aber, mein Lieber, du darfst auch die Rope Gun auswählen. Okay. Und dann heißt es, verstecken, let's go. Let's go, Russack. Ich werde als erstes den Königsegg schon mal gut verstecken, weil der... Leute, ich nehme erstmal hier dieses Fake-Auto hier, was ich verstecken werde. Okay, wo werden wir das verstecken? Das Ding ist eigentlich, blau ist sogar eine relativ gute Farbe zum Verstecken. Das einzige Problem, ich bin nicht so gut mit der Rope-Gun. Da ist Russack auf jeden Fall deutlich besser. Aber ich sag euch ehrlich, ich überlege gerade, ein richtig ekliges Versteck zu machen. Und zwar, guck mal da drunter, Leute. Da drunter, Bro. Könnte ich... Oh mein Gott, warte mal. Okay, Leute, wir müssen das Auto jetzt noch hier Frozen Place machen, dass das quasi nicht wegbackt. Dass es auch immer an dieser Stelle bleibt. Aber, Bro, ist das ehrenlos oder ist das ehrenlos? Guckt euch mal. Also,
es ist nicht optimal, aber ich sag euch, guck mal, wenn man hier einfach so schnell vorbeifährt, nicht richtig guckt, dann fällt das gar nicht auf. Also ich finde, das fällt gar nicht ultra krass auf. Ich bin gespannt, ob man das sieht, weil glaubt mir, wenn man da so nach Autos sucht und auf irgendwas richtig krass achtet, dann fällt es meist nicht auf. Ich finde ein relativ gut erstes Versteck. Das wird echt spannend sein, Leute, vor allem bei den Challenges. Das kleine Auto wird er doch niemals finden. Ich muss jetzt auch super Verstecke mir ausdenken, wo er vielleicht echt Schwierigkeiten bekommt, Leute. Ich habe da eine gute Idee. Okay, wir müssen vielleicht, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es wirklich nicht, wie ich da am besten vorgehen soll. Nee, das wird zu auffällig da hinten. Oh, Leute, heute... wie soll ich einen LKW hier verstecken, Leute? Aber eigentlich ist mir egal sogar, ob er den LKW findet oder nicht, weil der ist jetzt nicht so gut. Hauptsache, ich verstecke diese Autos hier perfekt. Könnte ich auch eigentlich zu einem leichteren Move bringen. Und zwar einfach zwischen die Container, so, wisst ihr, wie ich meine? So einfach schön hier rein, dann irgendwo abbiegen... Und dann so auf ein Ding stellen. Am besten ein roter Container, der ein bisschen nach oben ist. Damit es vielleicht nicht auffällt wegen der... Warte mal. Da ist ein roter Container. Oh. Sekunde, Leute. Wir müssen hier alles erstmal clean upen. So. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Aber ich glaube, den ersten Wagen lasse ich tatsächlich einfach so hier stehen. Und wir machen natürlich den Motor aus, damit es schön leise ist und gehen rüber zum nächsten Auto. Das Ding ist, mein Ziel ist ja auch, dass Russack nicht unbedingt die Autos findet, weil umso weniger Autos er findet, umso schneller machen wir Punkte und Gewinn gegen ihn. So, mal gucken, was wir jetzt hier mit dem Cybertruck machen. Was ich halt irgendwann auch eine eklige Location finde, ist zwischen diesen Containern hier. Das ist halt auch immer komplett ehrenlos, meiner Meinung nach, weil, ja, es ist einfach nervig, meiner. Also, es ist komplett nervig. So, ich... warte mal, ich port mich mal hier hoch. Kommen wir da hin? Nee, hallo, hier hin. Ich will da hin, hallo. So, einmal... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut. Okay, jetzt können wir uns hier mal einmal loslassen. Ja, ich weiß nicht, Leute. Ich könnte mich halt... Warte mal. Oha! Oha! Boah, das ist halt auch eklig eigentlich hier, ne? Wenn ich so überlege, hier drinnen einfach so... Er muss das hier abfahren und es ist auch nicht so, dass man das einfach ganz schnell so findet. Ich sag ehrlich, ich lasse das hier safe. Gutes Versteck. So, als nächstes verstecken wir den hier, weil der ist auch nicht schlecht. Also was heißt nicht schlecht, der ist jetzt okay. Aber es ist trotzdem schlau, den gut zu verstecken. Wo können wir den verstecken? Ja, gut, na gut. Vielleicht irgendwas Kreatives. Vielleicht in so ein Mr. Beast-Ding rein einfach. Oh, das könnte eigentlich gut klappen. Wartet mal, kriege ich den da rein? Ich glaube nicht. Obwohl, ich muss so ein bisschen frontal dahin ropen, wenn dann. Aber ich glaube, wir gehen sogar lieber zu dem Inneren. Weil vielleicht achtet man dann ein bisschen schlechter drauf. So, so. Und jetzt muss ich mich so hinstellen und so reinropen. Oh mein Gott, clean. Jetzt das Auto am besten vielleicht ein bisschen drehen. Oder? Oh Gott, obwohl, das könnte auch schon gut sein. Wir machen jetzt den Motor aus. Zack. Die Reifen hängen zwar raus, Leute, aber besser geht nicht. Wir gehen rüber zum nächsten Auto. Also die Autos verstecken geht auf jeden Fall einfacher als gedacht. Und jetzt fangen wir mal hier mit unserem Traktor an. Der Super Speed Traktor. Vor allem, das Auto ist halt so schlecht. Egal, also Leute... Es ist mir egal, ob er das Auto findet, weil guck dich das an, das ist ein Kopf, obwohl es ja geht. Ich dachte sogar, er ist schlechter. Aber lass hierfür jetzt mal ein richtig krasses Versteck suchen. Oh, ich hätte... Oh mein Gott. Ich habe eine... Oh mein Gott, Leute, ich habe eine ultra krasse... Oh Gott. Ich hätte eine ultra krasse Idee. Und zwar, guck mal hier, warte mal, ich port mich mal hier rein. Ja, obwohl das Auto ist jetzt eh weg. Jetzt werde ich mich auch reindingsen. So, und ich mache das Auto... Hier oben ran. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das unfair. Warte mal, warte mal. Jetzt machen wir es frozen in place, was natürlich erlaubt ist. Also das muss gemacht werden. Den Motor natürlich aus. Ist das ehrenlos. Ist das ehrenlos. Guck mal, er sieht das gar nicht hier. Er sieht das gar nicht. Und jetzt werden wir noch als Tarnung hier noch ein Auto reinstellen. So, oh Gott, weg, weg, weg. Russack ist hier gerade gefahren. Ich habe gerade Russack hier gehört. Er hat auf jeden Fall hier ein Auto in der Nähe, glaube ich, versteckt. Gut, wir haben schon mal fast alle Autos versteckt. 3 Stück sind weg. Und der letzte ist der Bugstar, der hier übrig bleibt. Leute, das nächste Auto, ich nehme einfach den kleinen. Und ich sage euch ehrlich, das ist schon bodenlos. Also wenn er den wirklich finden sollte, das ist zu crazy.
Ich verstecke den auch so richtig ekelig. Oh, wisst ihr, wo ich ihn verstecke sogar? Ich verstecke ihn einfach hier oben irgendwo. Dann ist es sogar vielleicht möglich, dass ihr ihn findet. Aber eher unwahrscheinlich. Ich lasse den einfach hier hängen, Leute. Macht das Ding hier schön frozen in place. Und dann geht's rüber zum letzten Auto. Man muss sagen, auch ein relativ mülliges Auto. Aber ja, auch das muss versteckt werden. Ich überlege, ob wir eventuell mal ein kleines, fieses... Boah, Bro, ich habe eine ultra krasse Idee. Das ist schon eklig, Leute. Na wohl, das fällt zu deutlich. Ich wollte erst da oben das verstecken, aber es würde vielleicht zu doll auffallen. Boah, wartet mal. Bro, wartet mal. Komme ich da oben hin? Nee, ich muss näher ran. Ich habe einen guten Plan. Einmal hier hoch. Oh Gott, nicht kaputt geht. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Oh Gott, ich muss mich einmal schnell lösen. Und da hoch. Nein. Oh, ich wollte da ganz hoch hin. Ich sag ehrlich, ihr lacht mich zwar vielleicht... Nee, es ist zu offensichtlich, oder? Es ist zu offensichtlich. Ich muss irgendwie da rankommen. Ja. Ja, gut. Gute. Oh mein Gott. Ich will jetzt nichts sagen, aber... Bro, das gefällt mir. Guck mal, wie das Auto hängt. Das sieht... Leute, das fällt nicht auf. Trust. Jetzt hat sich das Auto gerade irgendwie anders gedreht. Was ist das denn? Warte mal, ich muss das hier einmal frozen in place machen. So. Und wieder so hindrehen. Ich werde so hindrehen, so wie es auch einmal war. Ja, ich hatte es sogar eigentlich besser gehabt, aber ich lasse das jetzt einfach mal da oben. Weil, guck mal hier, man musste erstmal genau hochgucken, um das zu sehen. Ein LKW zu verstecken am Hafen. Oh mein Gott. Also eigentlich könnte ich den als Troll einfach hier stehen lassen. So ein auf... Er gehört hier dazu. Wisst ihr, wie ich meine? Vielleicht fällt das nicht so auf. Alter, ich stelle den einfach hier hin. Und dann nehme ich einfach das hier, mache das frozen in place. So. Und mache das einfach hier nochmal drumherum. Und dann stelle ich den LKW einfach so zwischen die Dinger hin. Und vielleicht mit einer Menge Glück fällt es ihm nicht auf, Leute. Und wir warten jetzt, bis Stani fertig ist. Let's go. Hey, Russack, ich bin fertig. Wie? Du bist auch ja, schon komm. Fertig? Komm, mein Lieber. Ja. Bist du ready? Ich bin ready, die Autos zu finden. So, dann würde ich sagen, ab jetzt 10 Minütchen. Let's go. Aber Zeit, das Ding zu finden. Okay. Aber ich predikte jetzt schon, ich glaube, du wirst das kleine Auto niemals finden. Also, wenn du das findest, Bro, dann bist du King. Darf man Rage-Dorn machen, ja, ne? Ja, ja, kannst Godmode jetzt anmachen, alles wieder. Godmode an, Leute. Weil ansonsten fällt man nämlich Challenges. Die ganze Zeit, das liegt man die ganze Zeit vom Motorrad, dass wir hier ein bisschen rüberfahren können. Also, ach, Bro. Soll ich jetzt schon dir was sagen? Nein. Ich habe das erste Auto gefunden. Das hängt einfach hier unterm Schiff, mein Lieber. Was? Hä? So schnell hast du es gefunden? Bro, ich weiß nicht. Ich bin da direkt hingefahren und hab's. Also, ich bin zum Schiff gefahren und ich hab's hier hängen sehen. Hättest du sogar ein bisschen. Aber lass mich mal raten. Das kleine Auto hast du hier im Busch versteckt. Nee. Guck mal, ich gebe dir sogar einen geilen Tipp, weil es OP ist. Es ist nicht in einem Busch. Okay, krass. Es ist nicht in einem Busch, Bro. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, Leute. Aber ich hab das erste Auto, Bro. Ja. Easy. Alles gut, mein Bester, alles gut. Und es ist... Leute, wir müssen jetzt mal gucken, warte mal. Ich glaube, entweder, Leute, er hat's in einem Busch versteckt oder in eine Palme. Ja, er hat's safe in einer Palme versteckt, Bro, hundertprozentig. Also, Russa, ich hab mehr von dir erwartet. Hast du ein Auto gefunden? Ich hab das Mini-Auto gefunden. Niemals. Was zufällig in einem Baum war. Nein, auch kein Baum. Nein. Okay. Ich dachte schon gerade, Bro. Ich wollte dich pranken. Oh Gott, ich bin die Runde gefallen. Also ich wollte sag dich mal pranken. So. Es ist in keinem Baum, es ist in keinem Busch. Es hat also nichts mit der Farbe grün. Ist es erhöhte Position, würdest du sagen? Ja. Okay. Also du kannst auch allgemein Fragen stellen, so ob ich was erhöht habe, ob ich was so habe. Weißt du, ich meine? Ich habe noch kein Auto von dir gefunden. Und das Ding ist, du suchst noch einen LKW, einen riesigen LKW, Bro. Stimmt! Ja, den sehe ich gerade. Den sehe ich gerade. Den LKW. Wo? Den sehe ich gerade, Bro. Lüge. Den LKW sehe ich gerade. Doch, ich sehe ihn gerade. Wo ist er denn? Bro, das Ding ist, ich bin voll schlecht mit dem Grappler hier unterwegs, aber Mein zweites Auto! Hä? Wo denn? Bei den Containern, mein Lieber. Zwischen zwei Containern. Schön blau auf dem blauen Container. Damit habe ich den Tesla gefunden. Hast du echt den LKW gefunden oder Natürlich. Nicht? Natürlich. Wo ist er denn? Bro, er steht zwischen zwei anderen LKWs. Also, ja, Bro, was soll ich sagen? Ich sag dir ehrlich, wäre der vielleicht nicht rot, dann hätte ich ihn vielleicht nicht gefunden. Aber da er rot war... Bro,
Ich konnte ihn auch nicht umfahren, weil sonst hätte man denken können, das ist echt ein NPC-LKW. Hast du ein Auto auf dem Schiff versteckt? Nee, du? Nee, okay, zum Glück hat er das nicht gemacht, Leute. Alter, okay, steht 2-1 und du hast bis jetzt nur den riesigen LKW gefunden. Oder, chill. Okay, du hast nichts auf einem Schiff, das ist auch gute Info. Ja, ich hätte so gar keinen Bock auf dem Schiff irgendwas zu suchen. Ich auch nicht. Warte mal, Leute. Was ist los? Oh mein Gott, das wäre OP, wenn er das Auto hier versteckt hätte. Das wäre OP. Wo denn, Bro? Aha. Nee, hat er nicht. Okay. Oh, ich muss ganz kurz wieder zurück. Bin komplett aus der Map gefallen. Ja. Bro, ich tue mich schwer. Hast du die anderen Autos alle erhöhte Positionen oder auch auf dem Boden? Warte mal, eins ist auf jeden Fall auf dem Boden, die anderen sind, ich weiß gar nicht, wo das andere, also auf jeden Fall auch was am Boden, auf jeden Fall auch was erhöht. Hast du ein Auto zufällig auf dem Kran? Nee, du? Nee. Okay, sonst wäre es dumm, wenn du das fragen würdest, ne? Oh, ich tue mir gerade aber schwierig, Bro. Schwierig. Wow. Nee, ich dachte gerade, vielleicht ist es mir sie. Ey, du hast was auf dem Kran! Ach so! Diese Kakerlakenmobil. Nein, stimmt, ich hab's vergessen. Real Rap, ich hab's vergessen. Lol, ich seh den gerade hier abhängen. Bro, ich hab schon 3 Autos. Statement? Krass. Statement, Bro? Guck mal, ich gebe dir sogar einen Tipp. Wo war dein Tesla versteckt? Erinnerst du dich? Ja. Diese Containergegend ist sehr gut. Oh, nee, Leute, er hat wirklich was in der Containergegend versteckt. Ja, hätte doch auch. Aber ich bin Noob mit dem Grappler, Junge. Ja, Bro, du musst ja nur ein bisschen hochgrappeln, ein bisschen dingern. Ich bin Noob mit dem Grappler, Leute. Ich finde das eigentlich mit dem Grappler auch mal zu verstecken so unfair. Ja, wieso? Sonst kommst du ja nicht so geil hoch oder so. Ja, aber den sollte man lieber nur unten verstecken. Nee, das wäre zu einfach, Bro. Die Profis verstecken auch nur unten. Wer sind die Profis? Ja, ich mach das immer so. Ja, Bro. Ohne Grappler. Du kannst irgendwo hochgrappeln. Bei Grappler ist die Lachnummer. Auf eine Laterne und so und ein bisschen nach unten schauen und so. Guck mal, das Ding ist, ich zieh mich halt schnell ran und in dem Moment, wo ich fliege, entferne ich den Grappler, dann fliege ich einfach so nach oben. Ich seh's grad. Aber, hast du das gesehen, mein Lieber, oder was? Nee? Okay, gut. Also, ich frag auch mal was, ja? Hast du was auf einem Dach versteckt? Auf dem Dach versteckt? Ich überleg gerade. Nee. Du hast ja nur ein Auto. Ja. Welches überhaupt? Was war das überhaupt? Der Traktor, Bro. Oh Gott, den kann ich mir aber auch sparen. Könntest du dir auch sparen? Safe, aber dann hättest du halt direkt einen Punkt verloren, ne? Nee, ich habe hier 3 Autos für 3 Challenges, deswegen ist alles legitim. Du musst noch 2 Autos finden, um keinen Punkt zu verlieren, mein Lieber. Uh-huh. Sonst hast du echt miese Brise. Aber ich habe dir ja schon einen guten Tipp gegeben, der mit den Containern. Ja, das Problem ist hier bei der Container-Gegend. Es ist halt auch so viel Container hier. Also, boah, es ist schwierig, Leute. Sehr, sehr schwierig. Wenn du drüber fliegst und nach unten guckst, siehst du es. 100%. Ich seh's! Let's go! Hast du gesehen? Freunde! Wir haben das nächste Auto! Ich weiß nur nicht, was ich da gerade hatte, wenn ich ehrlich bin. Also, ich schon mal 2 Autos. Es fehlt mir noch ein Auto, was ich finden muss. Ja, sonst kriegst du miese Punkte, Bro. Was ist das, Leute? Digga, ich such einfach einen Traktor, Bro. Also ich sag euch so, das kleine Auto wirst du niemals finden, wenn dann eher das andere. Ja, das andere hast du das erhöhte Position, oder? Nee, das andere ist auf dem Boden. Oh, krass. Okay, ja. Ich glaube, ich weiß noch wo. Ich weiß nicht, wo dein Traktor ist. Ich kann mir vorstellen, dass du ihn einfach in die Garage gestellt hast. Ich muss dann jetzt mal abchecken, die Garage. Wer weiß. Ist der Traktor auf dem Boden oder erhöht? Bisschen erhöht. Aha. Bisschen erhöht. Okay, bisschen erhöht. Oh, falsche Garage. Okay, Leute, das sollte eigentlich nicht mehr dazugehören hier. Sollte nicht mehr dazugehören, nee. Wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit, aber die Zeit drückt langsam auf. Ja, die Zeit drückt, Bro. Du musst noch was finden, mein Lieber. Du kannst ja was fragen. Ja. In welchem Bereich hast du das denn versteckt, das Auto? Oh, soll ich dir einen guten Außerhalb, geben? Weiter außerhalb oder weiter innen? Soll ich dir einen Baba-Tipp geben oder eher so einen lockeren? Ja, normalen Tipp. Boah, ich sag mal so, es ist eher bei den Gleisen. Ja, das habe ich mir schon gesagt, Gebiet. Leute. Ich habe schon hier die Gleise. Dieses Gebiet. In welchem Gebiet hast du denn einen Traktor, wenn wir schon so eine Frage gehen? Ja, auch bei den Nähegleise vielleicht. Was? Also nicht ganz bei den Gleisen, ein bisschen weiter weg. Okay. Es ist eine Location, die du auf jeden Fall kennst. Und ich glaube, da warst du auch schon gewesen. Das Ding ist, ich glaube, hier ist nämlich irgendwo ein Container offen, Freunde. Du hast einen Rucksack hier.
Guck mal rein, die Container, mein Lieber. Nee, nicht den Container. Mein Auto ist nicht ein Container. Nee, ich meine du kannst reingucken, wie viel du willst, aber ein bisschen erhöhte Position. Bro, wo ist dein Auto? Ich dreh dich durch hier. Ja, Krischi. Ich kann dir so sagen, es ist auf jeden Fall bei also meinst du es nicht direkt bei den Gleisen, ne? Es ist so in der Nähe von den Gleisen, Bro. Ist es. Meinst du es auf jeden Fall bei den Gleisen? Ja, ganz nah. Hier sind die Container, Leute. Hier sind die Container. Hier sind die Container, wo man was drin verstecken kann. Das stimmt, hier im Dach oder so. Nee, auf dem Dach nicht. Auf dem Dach nicht. Auf dem Dach ist es auch nicht. Auch nochmal ein Power-Tipp. Power-Tipp. Okay. Es ist, Bro, du bist ganz... Es gibt auch noch andere Seite von den Gleisen, ne? Die Autobahn, meinst du? Ja, vielleicht da so in der Nähe. Aha. Bro, wo ist denn hier so ein offener Container, Leute? Bro, wer sagt, dass es ein Container ist, mein Lieber? Ich denk's, aber weil ich hier schon 10 Mal lang gefahren bin. Ja, denken ist aber nicht genug. Digga, ich weiß nicht, wo der Traktor ist. Ich finde dein Auto auch leider nicht, also... Ja, ich sag mal so, die Gleisen sind sehr nah dran. Also, das Auto berührt schon fast die Gleisen sogar. Ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, das ist doch so echt ekliges Versteck hier. Wenn man hier mal längs fahren muss, dies, das... Mhm. Du kannst hier überall das Auto verstecken. Ey, Lodi! Ja, ich kann alles, Bro, aber die Frage ist, will ich deinen Traktor überhaupt finden? Ja... Aber irgendwie nicht. Bro, hä? Wo soll das Auto sein, Leute? Ich finde deinen Traktor aber auch nicht. An den Gleisen, Leute. Ich bin doch hier an den Gleisen, Bro. Ja, es ist hier nicht. Es berührt fast sogar die Gleisen. Junge, es ist hier nicht. Mit den Reifen berührt fast die Gleise. Überdacht, Leute, sagt er. Also guck mal hier. Das ist überdacht, Leute. Ich meine, es ist sogar schon Drohnen-Action. Das ist überdacht hier. Drohne? Junge, weil ich es nicht finde. Bro, und tick-tack, die Zeit ist vorbei, ich muss vorbei. Die Zeit ist ab. Komm, wir machen jetzt lustiges Ding. Zeig mir, du den Traktor zuerst. Ich bin hinter dir. Ja, der Traktor, komm mit. Okay, das heißt, es steht schon 1-0 für mich, weil ich das Hide-and-Seek-Battle gewonnen habe, mein Lieber. Ja, jetzt wenn du jetzt nicht performst bei den Challenges, sieht es nicht so gut aus für dich. Ach, hier, warte. Hier, Nähe der Gleise. Nicht bei den Gleisen, habe ich gesagt, in der Nähe. Es ist natürlich hier oben der Traktor, Bro. Hä? Ich bin hier reingefahren, ich habe reingeschaut und ich habe ihn nicht gemerkt. Oh mein Gott, ich bin doch hier reingefahren. Was habe ich mir schon gedacht? Schon. Ich bin reingefahren, oh Gott, ist das cringe. Okay, Bro, fahr mir mit hinterher, komm mit. Ja, jetzt bin ich gespannt. Guck, wir gehen jetzt schön zu den Gleisen, ne? Weil ich habe ja... Digga, okay, wir müssen hier einmal kurz... Warte, hier einmal durch. So, zu den Gleisen, ja? Sind das hier für dich Gleisen, ja, oder? Ja. Ja, dann gehen wir wirklich zu den äußersten Gleisen hier. Guck mal hier. Geh mal hier weiter, ne? Dann geh mal hier und guck mal. Digga, ich bin schon 10-mal vorbeigefahren. Nein. Bro, es wird irgendwas. Die Gleise sogar mit den Reifen, weil es nicht ganz reingepasst hat. Und jetzt warte, willst du das ekligste sehen, komm mal. Hey. Das hättest du aber nie finden können. Leute, das gibt's doch nicht. Hier oben hängt das Kleine. Wo? Hier. Da. Ja, Bro, das hätte ich eh nicht gefunden. Aber das ist das Gefühl, das sieht man gar nicht, ne? Das hätte ich gar nicht gefunden, Leute. Das hätte ich gar nicht gefunden. Das bedeutet, mein Lieber. GG, ein Punkt 1 für dich. 1:0. Und wir gehen rüber zum Sumo-Battle. Das heißt, wähleweise dein Fahrzeug. Godmod aus dem Fahrzeug raus. Multiplayer 5. Und dann geht's los zur Challenge. Leute, ich nehme doch hier nicht umsonst mein LKW. Der ist nämlich perfekt fürs Sumo-Battle. Ich nehme den Tesla Cybertrucky. Let's go. Okay, Russack. So, bist du bereit? Wir machen ein Best of 3. Ja? Okay, wer zuerst drei Punkte hat. 2, 1, go. Ich weiß nicht mal, ob ich dein LKW schieben kann, ne? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sieht nicht gut für dich aus, Russack. Bro, mein Gott. Bro. Oh. Was war das denn gerade? Guck mal, ich kann nicht. Oha! Okay, ich kann nicht zwar frontal nicht rammen, aber dein hinteres Teil. Guck mal. Bro. Ich würde sagen, ich sag ehrlich, ich würde sagen. Was ist das? Was? Bro, du hast 10er Multiplier an? Nein, ich zeig's nochmal für die Kamera. 5-0-0, 1-0 für mich, Bro. Du bist frontal stark, aber so. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, ich würde sogar sagen, dass wir vielleicht den Multiplier auf 20 erhöhen. Auf 20? Oder auf 15, weil ansonsten werde ich jetzt eine andere Taktik machen, dass du mich nicht schieben kannst. Okay, 15, let's go. Okay, 15, Leute, dass wir ein bisschen schneller sind.
Okay, bist du ready? Ja, sonst hätte ich nämlich jetzt eine andere Taktik gemacht. Okay, ich bin ready. Los geht's. 3, 2, 1, go. Weil so will ich auch ein bisschen, so kann man hier ein bisschen mehr machen. Freunde. Und ausgewichen. Wow. Und fliegst du schon selber raus, Junge? Nee, ja, alles gut. Guck mal, boom. Okay. Also frontal muss ich sagen, gar keine Chance. Guck mal, geht gar nichts. Aber mein Lieber, ich bin wendiger und kann schön lieber mich fokussieren auf dein Hinterteil. Ey Leute, das gibt's doch nicht. Ja, Bro, ich hab jetzt schon verloren. Ich hab jetzt so komplett alles verloren schon. Bro, ich kann jetzt gar nicht mehr gewinnen. Ja, aber es gibt trotzdem die Ehren- und das Shoutout-Battle für Stanislav, den richtigen LKW-Fahrer. Guck mal, guck mal, wenn du nicht Gas gibst. Okay, nicht. Aber okay, 2-0, Shoutout-Battle, ja, ich Finale hatte unwendig, Leute. Am Hafen. Let's go. Ja. So, wir bleiben auch direkt einfach hier, würde ich sagen. Jeder schnappt sich eine Pistole in die Hand. Gott muss raus, mein Lieber. Gutes Auto. Du kannst dein Fahrzeug reparieren, Pistole in die normale Hand schnappen. Normale Pistole oder Aufsätze? Aufsätze, einfach egal. Ja, ohne Aufsätze, ohne Aufsätze. Ohne? Ja klar, die normale Pistole, ohne Aufsätze. Warte. Weil die andere macht mit Aufsätzen mehr Schaden. Okay, ich habe jetzt die normale Pistole. Aber mach Multiplayer wieder 5 rein. Okay. Und jetzt heißt es, wird Stani 3-0 Klatsche kassieren oder einen kleinen Anschlusstreffer. Bist du ready? Ja, yeah, ich bin ready. Let's go. Last man standing, Bro. Bro. Oh. Moin. Moin, Bro. Wow. Oh, Russack. Du hast den Platten geschossen. Oh, hab ich dich getötet? Oh. Ja, das soll ich machen, Leute. Russack, gib mir wirklich den One. Zeig mal deine Pistole kurz. Zeig mal deine Pistole kurz. Ja, okay, die normale Pistole, Leute. Aber ich hab dich davon noch einmal gehittet. Nee, ich hab nur einen Hit bekommen. Schade, Leute. So, mein Lieber. 3-0 Stani gezeigt, wer der Heiden-Siegmeister ist. Ja, Leute, lasst ein Like da, abonnieren nicht Autos vergessen. Autos waren nicht auf meiner Seite. Tschüss, Mädel.